jetzt kommt der Diablos dran. Ja, das ist wirklich ein richtig harter Gegner. Also, ja, den konnte ich noch nicht besiegen. Mittlerweile würde ich es vielleicht ja mit Ach und Krach schaffen, wer weiß. Ja, aber ich hoffe, dass ich das nicht alleine machen muss, sondern dass ich mir da Hilfe holen kann. Ja, ich habe jetzt meine Ausrüstung angepasst, also ja, habe mir jetzt einen guten Bogen hergestellt, weil die Materialien hatte ich dafür. Mit Lähmungsbeschichtung, denn der Diablos ist eben anfällig gegen Lähmung. Meinem Palico habe ich auch eine Lähmungswaffe gegeben. Ja, so sieht's aus. Aber das wird jetzt auf jeden Fall ein richtig spektakulärer, schwieriger Kampf werden. So, einmal geht's noch. Ah, doch nicht. Alles klar. So, dann hole ich mir gleich mal tatkräftige Unterstützung von meinen Einheimischen. Dass ich deren Unterstützung mal habe. Ah, eine Eskorte bekomme ich. Okay, die hatte ich auch noch nicht. Ja, jetzt habe ich so viel Zeugs dabei. Ja. Okay, passt schon. Lassen wir das zurück. Auf geht's. Ja, das sind wir schon genau am richtigen Platz, weil das ist in Diablos sein Lager. Hier ist er. Aber er treibt sich wahrscheinlich gerade irgendwo anders herum. Oh, Lichtkristall. Ja, geh, Smoky, nimm das. Nimm den Nitropilz. Ah, vielleicht ist er gerade auf der Oberfläche jagen, der Diablos. Das wäre gar nicht schlecht. So, im Optimalfall kann der Smoky jetzt diesen Kestodon überzeugen, für uns zu kämpfen. Nur braucht es oft eine Weile, bis er das wirklich, ja, schafft. Erfolgreich schafft, zusammenbringt. Ja, das wäre es natürlich. Mein Palico, eine Eskorte und noch ein Schnurtruppler-Monster. Das wäre nicht schlecht. Naja, er macht's. Jawohl. Na bitte. Sehr schön. Wir sind zu dritt. Wunderbar. Ah. Wer sucht, der findet. Ja, er ist nach oben gegangen. Alles klar. Ja, die Fußspuren. Die sind so riesig, die kann man eh kaum übersehen. Ja, gut. Dann werde ich jetzt sogar meine Mega-Panzerhaut und so konsumieren. So, die habe ich nur einmal leider. Da brauche ich noch mehr von den nährenden Extrakten, dass ich mir mehr von denen herstellen kann. So. Aber für die eine Quest genügt's mal. So, das wirkt eh bis ans Questende.
Ja, auf den Kampf habe ich mich richtig gut vorbereitet, das sage ich euch. So, hier habe ich dann noch diese Sachen. Und hier. Genau. Okay, perfekt. Ja, sogar mein Palico hat jetzt nämlich eine Waffe mit Lähmungsschaden, mit Lähmungs, Element oder Effekt. Also wirklich voll auf Diablos ausgelegt. Nein, das ist kein Diablos. Ja, mach ein bisschen Lärm. Das lockt den Diablos nämlich an. Nein, verdammt, nicht in die Höhle. An der Oberfläche wäre es viel besser. Und los geht's. Reichweite. Oh, fuck, fuck, fuck. Möchte ihn eigentlich auf die Flügel ein bisschen. Er ist eingeschlafen. Jawohl, komm schon. Ja, ich glaube, der Bogen war keine schlechte Idee. Komm schon, komm schon.
Oh, fuck, 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 ich wollte gerade ausweichen. Hacke, er erwischt mich schon wieder. Kacke. Okay, jetzt wird's brenzlig. Dann komm schon, komm schon. Fuck. Ich darf mich nicht so treffen lassen von ihm. Okay, alles klar. Er hat sich nach unten zurückgezogen. Aber die Beschichtungen sind schon ganz schnell weg, muss ich sagen. Die gehen wirklich ganz schön schnell weg. Kommt schon, Angriffsverstärkung für uns. Jetzt gräbt er sich wieder ein. Ah, das tut ihm weh, das tut ihm weh. Haha, gebrochene Teile. John. Ah, verflucht nochmal. Ja, der hat gesessen. So, noch ein Diamant sammeln auch noch dazu. Noch ein bisschen mehr Verstärkung. Die wirken zwar nur 3 Minuten, aber immerhin. Verflucht. Da wollte ich jetzt suchen. Ja, komm schon weg hier.
na bitte. Ja, voll ausgewichen, ne? Bastard. Was geht da ab? Was geht da ab? Braucht ihr eine Heilung, hä? Okay, wohin verzieht er sich jetzt? Ah, er ist wieder oben. Ja, unser Begleiter ist schon tot. Aber Smokey ist noch dabei und der Kessadon, immerhin. Verflucht. Ganz toll, jetzt treffe ich den. Ja. Lichtkugel, die blendet. Ja, so geht das. Da wollte ich ausweichen. Shit. Ja, weil ich so schaue, dass die auch eine Heilung bekommen. Jetzt ist er wütend, jetzt ist er wütend. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, verdammt. Verdammt, verdammt. Oh shit, oh shit. Ja, jetzt kam eins aufs andere. Okay, gleich geht der Kampf weiter. So, bisschen die Vorräte auffüllen. Ja, leider habe ich halt jetzt keine. So, eine Lähmungsbeschichtung. Leider habe ich jetzt nicht mehr die normalen. Panzerhaut und Dämonenmittel und nicht die besseren. Okay, dann brauchen wir noch ein Kardinenessen vorher. Ja, das ist immer das, wenn man betäubt ist, wenn man gelähmt ist, kann man sich nicht bewegen und ja, dann kommt oft eins aufs andere und es ist vorbei. So, kein Problem. So, komm schon. Jawohl, wieder eine Eskorte. Blödsinn, warum gehe ich darauf? Ich muss da hinunter.
So, aber davor. Wieder die Gesundheit erhöhen. Weil sonst habe ich ja absolut keine Chance gegen den. So, aber jetzt Notleuchtzeichen. Jetzt rufe ich um Hilfe. Das war knapp. Nimm das. Oh, er ist außer Reichweite. Naja, ein bisschen Schaden hat er gemacht. Komm schon, komm schon. Jetzt kriegt er die volle Ladung. Jawohl. Ja, das hatte ich befürchtet. Ah, verflucht. Das ging jetzt voll daneben. Aber der nicht. Ja, das schmeckt dir gar nicht, was? Vergräbt das nicht wieder. Komm schon, komm schon. Ein bisschen auf die Flügel, auf den Kopf. Genau, so muss es gehen. Haha, daneben. Den Angriff habe ich vorausgeahnt. Ziemlich lasch. Okay, ich denke, er ist nach unten. Ja. So. Pass auf. Wieder ein Machtsamen dazu. Diamantsamen. So, und für euch gibt's jetzt eine Heilung, meine Lieben. Jawohl. Nochmal. Sag mal, schläft er schon? Ist er schon so erledigt? Könnte ich den fangen? Versuchen wir es. Ja, weiß zwar nicht, ob ich die jetzt gut aufgestellt habe, aber. Ja, der ist wirklich schon schwach, hey. Ja, hier bin ich. Komm her, mein Dicker. Hier bin ich.
Ja, komm her. Haha. Einmal. Zweimal. Wahnsinn. Sogar gefangen den Diablos. Ganz alleine, ohne Hilfe. Alter Schwede. Naja, ich dachte ja schon, dass ich ihn mittlerweile besiegen kann, aber ich dachte mir eigentlich, dass es ein viel, viel, viel schwieriger und härterer und vor allem ein verdammt langer Kampf werden würde, wenn ich den alleine bekämpfe, aber... Naja, ich muss sagen, das mit dem Bogen war eine sehr gute Idee, das hat wirklich gut funktioniert. Auch die sonstige Ausstattung war gut gewählt. Jägerrang 10. Ja, war gar nicht so wild. Ja, cool. Schnurdrobeinheit auch wieder eine Stufe höher. So, und jetzt bin ich würdig. Aber hey, ich muss sagen, der war gar nicht so heftig, der Diablos. Ja, also... Schon krass, vor einiger Zeit... Gut, da hatte ich noch eine andere Rüstung, da war der wirklich... Ja, da hatte ich da absolut keine Chance. Und jetzt? Ja, hatte ich mir eigentlich mehr erwartet. War gar nicht so krass. Alle bitte Ruhe. Werfen wir noch mal einen Blick auf unsere derzeitige Lage. Dank der fleißigen Arbeit der 5. Flotte haben wir ein paar Dinge herausgefunden. Erstens, der Sora Magdaros ist auf dem Weg zum ewigen Strom. Zweitens, wenn er stirbt, wird die Bioenergie freigesetzt, die er angesammelt hat. Und drittens, der ewige Strom durchströmt jeden Winkel der neuen Welt. Wenn der Sora also im ewigen Strom stirbt, wird seine Bioenergie uns alle zur Hölle schicken. Kommandant, die Kommission sollte die Evakuierung zur obersten Priorität machen. Ich werde meiner Schwester sagen, dass sie das Luftschiff bereit machen soll. Uns bleibt keine Zeit. Wir müssen den Sora Magdaros erlegen. Was? Wir haben garantiert nicht vor, uns alle ins Jenseits zu befördern. Korrekt. Und unser Auftrag hier ist, die Funktion der Bestie im Ökosystem zu erforschen, nicht sie aus dem Ökosystem zu entfernen. Vielleicht habe ich da eine Alternative. Was, wenn wir versuchen, ihn irgendwie vom ewigen Strom wegzulocken? Ihn weglocken? Ja, Sir. Ich habe etwas recherchiert. Der ewige Strom grenzt doch ans Meer, oder? Wenn wir den Sora Magdaros also aufs offene Meer locken könnten... Dann könnten wir der Explosion entgehen. Und die freigesetzte Bioenergie erschafft im Meer ein neues Ökosystem. Das Leben ginge weiter. Muss ich Sie daran erinnern, Sir, dass unsere Vorräte gerade knapp sind von unseren Fangversuchen? Selbst wenn wir genug Vorräte hätten, mit welcher Waffe könnten wir ihn denn von seinem Weg abbringen? Keine Sorge, ich habe einen Plan. Einen sehr großen Plan. Ist das das, für das ich es halte? Haha, jetzt wird's interessant! Sie haben sich ja ganz schön Zeit gelassen, Kapitän. Wir sind froh, dass Sie jetzt da sind. Schön, hier zu sein. Ich habe alles dabei, was wir brauchen. Ballisten, Kanonenkugeln und Vorräte. Und auch noch eine kleine Überraschung. Die Gilde hat uns ein fantastisches Schiff gegeben.
Es ist mit der neuesten Anti-Drachen-ältesten Waffe ausgestattet. Einem Drachenspeer. Ausgezeichnet. Die perfekte Waffe, um den Soramag daraus aufs offene Meer zu treiben. Jäger, es geht los. Schließt eure Vorbereitungen ab und begebt euch zum ewigen Sturm. Einzelheiten erkläre ich vor Ort. Wir können das schaffen. Wir müssen das schaffen. Möge der Saphirstern unseren Weg erhellen. Und jetzt Bewegung. Na dann. Den Soramag daraus zu verabschieden. Für uns alle. Ja, jetzt geht's zur Sache. Also, weiter geht's dann in der nächsten Folge. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.